Es klingt wie ein Traktor, ist aber der erste Computer der Welt. Unvorstellbar in der heutigen Homeoffice-Zeit. Sein Name Z3. Erfunden hat ihn Konrad Zuse, weil er genervt war vom ewigen Kopfrechnen in seinem Job als Bauingenieur. Und auch wenn seine Erfindung jetzt schon 80 Jahre auf dem Buckel hat, hat sie mit den heutigen Smartphones mehr gemein, als man denkt. Er hat ein Zahlensystem verwendet, wo er eindeutig der Erste ist. Das sind die Gleitkommazahlen. Die haben Sie heute in Ihrem Smartphone. Die haben Sie in Ihren PCs, ob Sie nun Apple nehmen oder den Microsoft-PC. Entwickelt wurde der Z3 von dem damals 30-Jährigen auf dem Bauernhof seiner Eltern. In den Nachkriegsjahren verließ er Berlin mitsamt seiner Erfindung. Und es gelang uns dann in der Nordhessen wieder neu anzufangen. Hier wurde 1949 die Zuse KG gegründet, die erste Computerfirma der Welt. Die Fertigung fand erst in Neukirchen, später in Bad Hersfeld im neu gebauten Hochhaus statt. Das Problem? Man musste auf ungelernte Kräfte zurückgreifen, weil Computer bauen konnte ja noch keiner. Es gibt ja den schönen Spruch, Schuster, Schneider und Friseure werden bei Zuse Ingenieure. Die hatten ja noch nie Computer gebaut. Und die mussten dann einen Test machen mit dem Lötkolben und ein paar Kabel zusammenlöten. Dann wurden sie eingestellt. Und in Bad Hersfeld ist der 1995 gestorbene Computerpionier bis heute bekannt wie ein bunter Hund. Was glauben Sie, hat dieser Mann hier gemacht? Kennen Sie den? Haben Sie eine Verbindung dazu? Zuse sein. Zuse, genau. Zuse. Konrad Zuse. Zuse. Ach, das ist die Zuse, genau. Bin ich stolz drauf, dass in unserer Gegend so ein Mann war, der sowas erfunden hat. In dieser alten Fabrikhalle in Bad Hersfeld fand früher die Endfertigung von Zuse-Computern statt. Jetzt werden die Räume renoviert, um in Zukunft hier Rechner der Firma auszustellen. Für Bauleiter Jochen Krause, der bei der Zuse AG als Lehrling angestellt war, ein ganz besonderer Einsatz. Das ist ein Gefühl der Erinnerung und des Nachdenkens. Und dann kommt immer wieder das Bild von Konrad Zuse vor mein Auge, den ich ja damals noch kennengelernt habe. In Hünfeld wird die Erinnerung an das Meisterwerk hochgehalten. Im Konrad-Zuse-Museum von Wilhelm Mons steht ein Nachbau des Z3-Rechners, der so konzipiert ist, dass jeder Rechenschritt auch für Laien nachvollziehbar ist. Ich kann also alle Rechenvorgänge, die die Zuse-Maschine ausführt, kann ich in Leinenschritten aufzeigen und so auch zum Beispiel Schulklassen verständlich machen. Und so lebt das Andenken an den Zuse Z3 auch 80 Jahre nach seiner ersten Inbetriebnahme weiter.